Wunderschönen guten Tag. Ich begrüße eine neue Folge auf der Riesenbeck. Heute auf den schönen Dienstag. So, und der Kollege ist da drüben schon weiter dabei, das Feld abzuernten. Aber sagt mal wieder. Ja, ich hatte in der letzten Folge als angefangen zu regnen. Bin dann schlafen gegangen. Und es hat wirklich bis um 8 Uhr hier weiter geregnet auf der Map. Wir haben es jetzt 8.50 Uhr, das hat nicht aufgehört. So, ich werde mal schnell das Feld hier einmal düngen. Den kann der Kollege gleich hoch. Der muss noch einmal, also die beiden oberen Felder müssen nicht gespritzt werden. Zum Glück geht das Ding immer sehr schnell. Das war ein bisschen zu schnell gerade. Schnell, bevor der kommt. Ups, da wollte ich nicht lang. So, ja, mit dem Case fahren wir gleich los. Da werden wir den das Gras einsammeln. Das sind die sag schon Mischfutteranlage. Der Drescher ist auch voll, wunderbar. Ja, ich würde gerade sagen, hoffentlich komme ich raus. Keine Schläuche, okay. Jetzt überlege ich gerade. Doch, das war hier vorne. Hier vorne kannst du die auffüllen. Jo, perfekt. Einmal Pflanzenschutz. Steht jetzt im Feld, oder? Das ist doch schlecht. Nee, da stellen wir uns lieber hier irgendwo hin. Da müssen wir kurz mal hier den Opfer entlassen. Dürfte eigentlich noch nicht voll sein, ne? 14.000 Liter passen rein. 3x8 sind 12.000. Ja, mal gucken, ob jetzt alles reinpasst und ein bisschen übrig bleibt.
ist fertig. Können wir den weiterschicken? So. Auf und davon. Wir nähern uns ja dem nächsten Wochenende. Mal gucken, ob es was Neues gibt von der Steppenbach. Ja, 15 Meter. Ich hoffe, das Schild macht's mit. So, zack, zack, zack. Können wir mal zweimal. Uhrzeigersinn, weich. Wir machen 15 Meter, ja. Passt. Na, da ist das Schild schon weg. Gut. Und Gott wird gemacht. Den können wir losfahren. Aber wir gucken mal. Jo, ist drin. Sehr schön. Auf zur Wiese. Zum Glück ist alles noch ganz schön nah hier alles. Noch keinen extra weiten Weg gefahren. So, hier rein war das. Ja, der René hat ja in den Kommentaren geschrieben. Ich habe die Zapfwelle nicht richtig bedient. Die war vorne nicht dran. Irgendwas hat immer geklickt. Also sobald ich drauf gedrückt habe auf Y, hat es vorne geklickt, ob es angenommen wurde, aber man hat nichts gesehen und das war natürlich schade. Ich will es so die nächsten Tage nochmal ein bisschen ausprobieren, ob das irgendwie, ob es mein Fehler war einfach nur. Oh. Entschuldigung. Oder ob vielleicht der Mod einfach mit diesen manuellen Ankuppeln nicht klarkommt, kann ja natürlich auch sein. Ist ja alles möglich. Oh, bis jetzt passt ja alles sehr schön. Ich finde immer so lässt sich das viel besser fahren. So ist es auf jeden Fall sehr angenehm. Wir sind ja so gut wie voll. Wir gar keine große Runde mehr fahren. So, und den Rest holen wir gleich. Ist ja alles um die Ecke. Ja, ist ja von hier schon die Futtermischanlage. Und
der Kollege mit den Spritzen ist wohl fertig. Oder ist der Drescher fertig? Mal gucken. So, erstmal gucken, wo wir jetzt hier abladen können. Da, da ist es. So, da ist Gas abladen. Er steckt fest. Okay. Oh, falsch gelinkt. Ja, wenn doch mal drei Vollwände bahnen, wäre besser gewesen, ne? Und weiter geht's. Du bist fertig. Ich habe ja nur rund eingestellt. Abfahren entlassen. Jetzt werden wir mal gucken, bevor wir das Feld jetzt kaputt fahren. Klicken wir einfach mal hier auf Feld 14. Er hat natürlich keine Route gefunden. Ah. Dann müssen wir jetzt ein bisschen Feld kaputt fahren. Tut mir natürlich leid. So. Aber gleich das nächste Feld. Ja, Uhrzeigersinn passt. Ah, nur eine vor. Nochmal hier. Nicht passender. Gut. Da waren wir richtig. Da wollte ich doch hin. Bin die jetzt überlegen, ob ich mir den Fermentierer, obwohl leisten kann ich mir den nicht mehr. Der kostet 110.000, das ist zu viel. Das kriegen wir nicht mehr hin. Schon wieder nachwächst. So, was haben wir jetzt noch? Zwei Bahnen und dann sind wir durch, ne? Ja, guck mal. Ach, hier liegen noch zwei kleine. Hier zwei kleine haben wir auch noch. Ein bisschen schräg. Jemand nicht drauf geachtet. Nehmen wir erstmal das Kleinvieh hier mit. Da oben ist auch noch ein kleines Stück. Das letzte. Ja, so groß ist er, das fehlt noch nicht. Aber einen ganzen Hänger und 50%, also einen halben. Uiuiui.
war es schon wieder. Das war schon wieder ganz schön knapp. Man sollte nicht mal so rasant fahren. Das ist wieder so extrem ruhig bei dem Drescher. Der steht. Ah, der hängt schon wieder. Ganz toll. So, der kann gleich hier stehen bleiben. Ach ja, Junge, 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 Junge. Weiterfahren. Oh, sind wir schon wieder am Ende. Und der Drescher ist auch gleich voll. So. Ich danke und wünsche euch noch einen schönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, und einen Daumen, besser gesagt. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, rein und abgeklatscht. Tschüss.